Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diese super leckeren Buttermilchscones und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die leckeren Scones verwende ich 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 2 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 110 Gramm kalte Butter und 300 Milliliter Buttermilch. Wenn ihr keine Buttermilch habt, könnt ihr es auch mit normaler Milch machen. Dann habe ich noch ein Ei und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Ich verrühre als erstes alle trockenen Sachen. Das Mehl, das Salz, Backpulver und Zucker. So, jetzt kommt die Butter mit ins Spiel. Ihr könnt die Butter direkt jetzt in diese Schüssel tun und das so mit den Händen so zerpflücken, bis es so wie Sand wird. Ich mache es mir heute aber leicht. Ich tue es einfach in die Küchenmaschine. So, ich habe es jetzt in die Küchenmaschine getan. Da kommt jetzt so die Butter rauf. Die Butter war im Kühlschrank, die ist kalt. So, das mixe ich jetzt ein bisschen, bis sich die Butter und das Mehl gut verbunden hat und so ein bisschen sandmäßig wird. So, das war's auch schon. So, das hat sich jetzt gut verbunden. Jetzt tue ich das Ganze wieder in die Schüssel von vorhin. So, das ist jetzt alles hier gut verbunden. Jetzt mache ich so eine Mulde und da gieße ich die Buttermilch rein. Wie gesagt, wenn ihr keine Buttermilch habt, nehmt ihr einfach ganz normale Milch. Und dann verrühre ich das. Weiter geht's jetzt auf der Backmatte. Also wundert euch nicht, das ist am Anfang eine ziemlich krümelige Angelegenheit. Scones werden nicht lange geknetet, nur bis es sich verbunden hat und einigermaßen, bis man es einigermaßen schneiden kann. Oder einige machen es auch mit einem Kekscutter, also mit einer Ausstechform. Ich mache das aber nicht so. Ich werde die einfach nur mit einem Messer schneiden. So, ich habe den ganzen Teig jetzt auf so einem Durchmesser von 25 cm ausgedrückt. Soll ich mal ausdrücken, weil man braucht wirklich kein Nudelholz, das ist überhaupt nicht notwendig. Ich denke mal, dass ich es durch 8 teilen werde. Es werden relativ große. Wir mögen die einfach so gerne. Die kleinen Runden kann man auch machen, wenn ihr es gerne machen möchtet. Nehmt ihr einfach einen Keksausstecher und stecht euch so kleine Runde aus. Wir machen es aber lieber so in der Dreieckform. Ich habe die Scones jetzt auf ein Backblech getan. Ich habe da eine Dauerbackmatte runtergetan oder Backpapier müsst ihr machen, damit die nicht kleben bleiben. Die werde ich jetzt nur noch mit dem Ei bestreichen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Und bitte nur den oberen Teil bestreichen.
darauf achten, dass es nicht an den Seiten runterleckt oder so. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und da werden die Scones ungefähr 25 bis 30 Minuten backen, weil meine so groß sind. Wenn ihr sie kleiner macht, dann verkürzt sich selbstverständlich auch die Backzeit. Müsst ihr halt mal gucken. So, das war's auch schon. Die Scones können jetzt in den Backofen. Die leckeren Scones sind jetzt fertig. Die sehen richtig gut aus. Ich lasse die jetzt auf dem Blech nochmal 5 Minuten ungefähr so ein bisschen ruhen und dann kann ich sie auch schon servieren. Die leckeren Scones kann ich nur empfehlen, probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.